Ne, ich weiß manchmal nicht mehr, wo ich wohne. Dinge passieren und dann vergisst man halt Sachen. So. Vielleicht sollte ich meinen Marker auch einfach mal folgen, statt einfach irgendwo hinzureiten. Oh, Wolf, leck mich doch. Danke. Wirklich, danke. Sehr sympathisch. Ich meine, ich weiß, dass ich alt bin, aber du bist älter als ich. Und ich glaube, selbst wenn ich wirklich richtig alt wäre, ich weiß nicht, ob ich Bock auf Altersheim hätte. Ich meine, ich möchte auch nicht unbedingt mit 90 zu Hause vor mich hin vegetieren. Ich glaube, bei mir kannst du wirklich einen Spat nehmen und einfach draufhauen. Es sei denn, ich habe mit 90 immer noch Bock auf Zocken. Dann hätte das Leben noch einen Sinn, weil dann wäre ich wenigstens richtig cooler Uropa. Die Vorstellung ist nice. Ich bin doch sensibel. Ich weiß, dass sie keinen Bock auf mich haben. Ich habe es auch schon versucht. Deshalb will ich auch nicht ins Altenheim. Ich sag einfach, ich habe keinen Bock drauf, weil ich weiß, die nehme ich nicht. So, Kappe mit Haube. Kappe mit Haube. Schlauchmütze schaut aus wie so ein Sandmännchen, ne? Kappe mit Haube. Das ist doch nichts für einen Winterjunge. Der friert sich doch tot. Drei Gewebe, ein Garn. Das hält doch nicht warm. Sag mal. Ach stimmt, aber gute Erinnerung, ich müsste die eigentlich mal rausmachen. Weil wir haben gar keinen Horror zurzeit. Jetzt wo das mit Resident Evil durch ist. Ist ja gar nicht mehr. So, lalalala. Leinen. Einmal. Dreimal. Ja, aber wenn du deine Schreie aus dem Folterkeller brauchst, dann geh doch einfach in den Folterkeller. Ich meine, deine Frau freut sich auch, wenn sie dich mal wieder sieht. Dann nehmen wir den Scheiß noch ab. Achso, na gut, ich dachte, dass deine Frau, dass du deine Frau da drin hältst, wie das anständige Männer halt machen. Was ist denn eigentlich die Belohnung hierfür? Ich meine, lohnt sich das überhaupt? Wahrscheinlich nicht. 150 Überlebenszeit, 50 Dynastie-Reputation. Das ist so für den Arsch eigentlich. Warum mache ich das? Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Andererseits, Hauptsache ich werde meine Rohstoffe los. Bitteschön. Freut mich, dass ich wenigstens eine Frau zum Lachen bringe. Sonst passiert das meistens erst dann, wenn ich die Hose aufmache, aber gut. Ich wohl noch mal eine Ente erschießen sollte. Und wenn es Enten gibt, gibt es dann auch Schwäne? Das wäre natürlich Overkill. Und was ich auch immer noch gern probieren würde, und das kann ich hier, ich will einen Fisch erschießen. Truthahn. Gott, ob ich den finde. Truthahn wäre natürlich auch interessant. So, jetzt hier in den Schwarm reinschießen und hoffen, dass wir was treffen, oder was? Das ist doch bescheuert.
Haben wir einen? Ich glaube nicht. So, der ist irgendwo hier. Dankeschön. Stimmt, so kann ich eigentlich viel besser zielen. Ich schaue erstmal kurz durch. Sag mal, hast du auch eine Info, wo diese Truthähne leben? Bevor wir jetzt ewig lang suchen. Oh, der arme Fisch. Einfach tot. Ist natürlich traurig. Ansonsten reite ich jetzt rum, bis wir einen Truthahn finden. Dann mache ich wenigstens irgendwie... Naja, was Sinnvolles nicht, aber... Ja, das war jetzt eigentlich nur so um die Armbrust ein bisschen auszutesten. Ach so, sind wir immer noch beim Essen? Nein, hör auf. Ich dachte, wir hätten das endlich hinter uns. Was könnten wir noch erschießen? Jetzt hatte ich wirklich die Hoffnung, dass es hier Truthähne gibt. Voller Tatendrang bin ich ja schon losgeritten. Wo reite ich jetzt eigentlich schon wieder hin? Wie kann man ein paar Stunden füllen, ohne irgendwas zu tun? Hallo. Einfach rumreiten. Und reden. Och man, fick dich Leben. Dafür bin ich vom Basultan abgestiegen. Was zum Teufel liegt da? Warum? Warum? Oh cool, ein Trinkschlauch. Na, ein Glück. Weil ich habe ja so wenig Trinkschläuche. Komm, Basultan. Basultan, da. Halt still, damit ich dich besteigen kann. Also auf jeden Fall finde ich es schon mal cool, dass hier die Jagdgebiete angezeigt werden. Das ist ganz nett. Noch cooler wäre es natürlich, wenn es auf meiner Karte auch vermerkt wird. Weil sonst bringt mir das halt nichts. Weißt du, wenn ich irgendwo bin und sage, okay, ich muss jetzt unbedingt eine Krähe töten, warum auch immer, dann möchte ich einfach nachschauen und sagen, okay, da gibt's Krähen. Ohne extra im Internet nochmal eine Karte aufzumachen. Die Alternative gibt es natürlich auch noch. Sollten wir einen Hirsch mit der Armbrust akupunktieren? Oder was gibt es noch für Tiere, die wir hier einfach mal ein bisschen quälen können? Weißt du was, ich reite einfach mal nach Rollnicker. Warum denn nicht? Wer weiß, vielleicht entdeckt man noch irgendein fremdes Tier. Wie zum Beispiel die sibirischen Berglöwen. Oh, schicke Mühle. Die ist mir irgendwie noch nie aufgefallen, stand. Aber die stand schon immer da, oder? Also muss ja. Moin, hallo. Nee, die ist doch neu. Hä? Aber gab's die Mühle von den Blaupausen nicht schon länger? Aber die stand hier nicht. Ich meine, ich finde das super cool, ohne Scheiß, aber... Okay. Ich brauche auch eine. Unbedingt. Ein Stock.
an einem Seil. Ja. Weiß ich nicht. Sehr, sehr viele Bretter. Entwickeln sich diese ganzen Dörfer außenrum eigentlich auch weiter? Oder nur wir? Das wäre zu komplex, oder? So, Eberhard. Ich kaufe kein Ferkel. Die kriegen wir selber. Außen bin ich auch eins. Ich reite mal nach Hause, schlaf. Dann haben wir endlich den letzten Wintertag. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir den auch schnell rumkriegen. Dann können wir wenigstens wieder ein bisschen Felder bearbeiten. Wäre mir schon ganz recht. Jo, ich trinke mal eben ein Schlückchen, ne, weil sonst... Ich bin so durstig. Richtig aufdringlicher Typ einfach. Hallo, Häschen. Ich weiß halt inzwischen sonst wirklich nicht mehr viel mit meiner Zeit anzufangen hier. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht schon das Zeichen dafür sein sollte, dass wir uns ein neues Mittwochsspiel suchen. Die Frage ist nur, was? Gott, hoffentlich sind wir bald zu Hause. Es wird schon dunkel. Und kalt ist es auch. Ich hasse Winter. Stirbt und dann... Okay. Aber da musst du auch ein Angebot machen. Was wäre... Natürlich mein Ingame-Tod an Donations wert. Über reellen, da müssen wir dann später verhandeln. Ich glaube, das wird teuer. Das muss ich dann zumindest noch für meine Frau lohnen. Ich meine, alternativ, ich habe natürlich auch nachgedacht, ob ich nicht ein bisschen in OnlyFans mache. Ich kann dann auch gerne getragene Socken verkaufen oder so. Davon habe ich einige. Ach, strippen. Ja, wie gesagt, OnlyFans. Klar. Ich bezweifle halt nur, dass sich das jemand wirklich anschauen möchte. Wie gesagt, für gewöhnlich bringe ich Frauen zum Lachen spätestens, wenn ich die Hose aufmache. Das ist ein Witz. Der ist zwar nicht lustig, aber ein Witz ist es halt trotzdem. Na, Schatz? Siehst du, die redet nicht mal mehr mit mir. Die hat überhaupt keinen Bock auf mich. Ja, und der Nachwuchs, mit dem ist halt auch nichts anzufangen. Weißt du, den ganzen Tag gammelt er im Bett oder lungert hier rum. Junge, mach mal was aus deinem Leben, geh zur Schule oder so. Sonst wirst du noch wie ich. Deine Mutter hasst mich. Ich hasse euch alle. Ich habe es übrigens auch noch nicht geschafft, dass ein Dorfbewohner wieder wegzieht. Wäre eigentlich schon interessant, oder? Wir könnten uns einfach einen Dorfbewohner holen und der kriegt kein Haus, weil dann geht er auch nirgendwo ran. Erziehungsschläge? Meinst du? Ich probiere das aus. Na, warte! Los! Ab aus dem Bett jetzt! Ich sage dir, wenn ich den Gürtel holen muss. Ich zähle jetzt bis drei. Eins. Zwei. 17. Y. Ja, besser ist es. Aber danke für den Tipp. Das mit den Schlägen funktioniert echt gut. Gut zu wissen. Auch wenn ich dann später mal selber Kinder habe. Schwert oder Speer?
Speer gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Leider. Speer habe ich nicht mehr dabei, aber... Jetzt sag bloß, ich habe keine Pfeile. Ach, das kann doch alles nicht wahr sein. Also, das sind alles nur erzieherische Maßnahmen. Ich darf das ist mein eigenes Kind. Dachte ich mir. Wo nichts ist, kann auch nichts wehtun. Wo ist mein Bolzen? Ach, hier. Genau in der Fuge, macht sich gut. Macht sich wirklich erstaunlich gut. Ob ich diesen blöden Baumstamm da runterschießen kann? Nee. Ich dachte, der kommt vielleicht ein bisschen ins Rutschen. Aber gut. Warum mache ich mir überhaupt Hoffnung, wenn ich doch weiß, das Spiel hasst mich? Ja, Save God Mode. Ich hasse Leute, die ihre OP-Rechte so ausnutzen. Das ist wirklich... Warum? Dann kann ich das Spiel auch gleich lassen. So, wie bringen wir jetzt unseren Wintertag hier noch gar rum? Ist halt leider nicht so viel zu tun. Der macht das immer noch so elanlos. Ich meine, ist ja alles schön und gut, er ist konzentriert, da bin ich wirklich stolz drauf. Aus dem Jungen wird was, aber ein bisschen Spaß bei der Arbeit. Der macht in einer Tour weiter, das ist doch nicht wahr. Mach du nur, ich will dir nur mal über die Schulter schauen. Über diese. Guck, sie kniet sich richtig rein, sie hat richtig Bock drauf. Siehst du am Gesicht, die hat da Spaß dran. Finde ich gut. Ein gutes Vorbild. Ich weiß zwar nicht, was sie hier mit dem komischen Ding macht, weil da ist nicht mal irgendwie eine Schnur dran. Und an dem Teppich, da klöppelt die auch schon seit Jahren. Irgendwie kommt die nicht weiter. Vielleicht, weil sie es bloß bis zur Hälfte macht. Eigentlich zieht man es ja komplett durch. Ludgarda, Schatz, hör mal. Ja, das ist gut. Und jetzt bis zum Schluss. Weiter. Nicht bloß bis da. Kein Wunder, dass dein Teppich nicht fertig wird. Das Geisterspinnrad arbeitet aktuell auch nicht. Oh, ich hoffe, dass das Update das nicht kaputt gemacht hat. Ich liebe unser Geisterspinnrad. Müssen wir mal Daumen drücken, wenn Hasimaus da mal wieder was arbeitet, dass es danach einfach weitergeht. Oh, ein Bild der Dorfbewohner. Ich gebe zu, es macht schon Spaß. Du, lass dir Zeit. Bis du da wirklich an jeder Stelle ordentlich und gründlich warst, das braucht Zeit, nimm dir die. Und warum? Warum friert das nicht ein? Und warum habe ich auch schon saulang keinen Schneemann mehr gefunden? Ich habe so viele Fragen. Warte, das kriege ich hin. Das habe ich, glaube ich, schon mal geschafft. Glaube ich. Ah, fast. Komm schon. Ach, weißt du was? Ja gut, dann haben wir jetzt aber wirklich noch die Frage, was machen wir nach mit die Wilde Dynasty? Ja, Dave ist in Wirklichkeit eine Frau und ich habe ihm Spülwasser eingelassen. Ich habe ihm auch ein bisschen Kerzen angemacht. Wenn ich jetzt einfach in die Luft schieße und hier stehen bleibe, kommt er irgendwann wieder. Aber der hat einen Drill nach vorne, ne? Kommt er irgendwann wieder? Oder haben wir den jetzt hiermit komplett ins Nirvana katapultiert? Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Ich finde das lustig. Ich finde aber vieles lustig. Ich bin da anspruchslos.
Gott, was ist mit seinem Bein passiert, der Arme? Nicht wundern, ich muss das machen. Ich muss Jagd skillen. Dringend. Ich brauche das jetzt. Weil ich habe bisher sehr viel gejagt. Das ist mir wichtig. Und da möchte ich auch meine Jagdkünste einfach optimieren. Na, wobei Stufe 4 schon... Also wenigstens Stufe 4 wäre schon cool. Wie schnell skillen wir das? Ja, okay, nie im Leben. Wir werden niemals Jagdstufe 4 bekommen. Das muss echt nicht. Ich töte jetzt auch nur noch so lange, bis ich keine Bolzen mehr habe. Das war nix. War aber auch der letzte Bolzen, ist in Ordnung. Ja. Boah, Fernseher in der Dusche wäre schon cool. Ja. Aber jetzt mal zurück zum Thema. Hat irgendjemand Vorschläge, was wir statt Medieval Dynasty spielen könnten? Vom Zeitpensum wäre eigentlich sogar fast wieder Zeit für Sims. Das haben wir bloß einmal gemacht. Weiß ich nicht. Es gibt viel zu viele gute Spiele, habe ich das Gefühl. Die Alte klöppelt da auch schon wirklich seit Jahren an diesem Scheißbecher rum. Die wird einfach nicht fertig. Ich könnte ausrasten. In dem Dorf läuft einfach nichts. Weißt du was? Ich mach Bronzebolzen. Ich bring jetzt jeden um. Ich hau ab. Eisen, Bronze. Bronzebolzen, 10 Stück, 2 Barren. Ist schon ein bisschen teuer. Ist schon ein bisschen teuer. Ich würde mal 100 Stück machen, oder? Einfach auf Vorrat. So, das heißt 100 Stöckchen. Und Feder nehme ich dann einfach komplett mit. Weil da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, wie viele wir brauchen. Stöckchen schon wieder fast voll. Wir kriegen das mit der Kohle, glaube ich, relativ gut in den Griff. Bald. Das heißt auch, dass ich mir bald einfach alles kaufen kann. Auch dich. Sag mal, habe ich nicht gerade gesagt, du sollst dich verpissen? Du sollst da weg. Geh weg. Ich habe gesagt, dass... Alter, Junge, ich hau dir auf die Schnauze. Was ist los mit dir? Bist du irgendwie dumm? So, Bronzebolzen. Oh ja, Mann, 100 Stück, das wird so gut. Das wird so gut. Ich gehe so böse auf die Jagd. Was für keine Bolzen? Ich habe doch gerade Bolzen gemacht. Warum nimmt er die nicht einfach automatisch?